So, ein bisschen 2D-Bewährung, Allplan, Maßstab 1 zu 25 und dann baue ich mal einen Träger. Bereiten wir es mal vor. Rechteck, da hin, 5 Meter lang, halben Meter hoch. Neben dran nochmal ein 2D-Rechteck, 30 cm breit, halben Meter hoch. Für 2D-Bewährung geht man in die Optionen rein. Jo, Bewährung. Norm, Betonfestigkeit einstellen, Bewegungsmodus 2D, 3D aus. Gut, okay. Vergrößern wir mal. In der Ingenieurbaurolle geht zur Bewährung und dann nutze ich Stabform. So, was haben wir denn? Gerades Eisen? Nee, Bügel geschlossen. Expansion, Durchmesser, Betondeckung und so weiter einstellen, was man denn im Menü so hat. Dank Expansion fahre ich da in die Form neu, der expandiert neu, klick, das Eisen ist rot. Jetzt können wir nochmal alle Werte einstellen, aber letzten Endes passt es schon. Die Dialogzeile sagt Escape zum Beenden. Da kommt dann, wenn nichts allzu sehr verstellt ist, der Text hinterher. Den kann man ein bisschen umstellen da drüben. So, und dann absetzen. Und dann braucht es eine Blickrichtung, weil jetzt geht es weiter mit dem Verlegen. Ich gucke so auf die Eisen drauf, da ist die Maus, da ist der Zielpunkt. So gucke ich drauf, von links nach rechts. Zapperab. Gut. Dann braucht es eine Verlegegerade entlang des Trägers. Vielleicht alle 15 cm die Eisen einbauen. Schaut gut aus. Werte noch checken. Schaut aber echt gut aus. Jo, Escape. Zweite Verlegegerade braucht es nicht. Nochmal Escape. So, Maßlinie, Text dazu. Gut. Ich stelle mal die Bildschirmdarstellung um. Alles mit Farbe 1. Dann schaut es insgesamt so aus wie im Ausdruck. Gut, was haben wir denn noch alles? Ah, jetzt muss ich nochmal die Stabform herhalten. Na, wo sonst denn die geraden Eisen? Ich mache jetzt einfach mal vier Eisen in die Ecken rein. Die Angst- und Zugeisen auf Unterseite Träger kommen jetzt mal netten rein. Obwohl, andererseits, habe gerade 14 mm Durchmesser. Gut, baue ich hier ein. Dutscher. Escape. Dann geht es mit der linearen Verlegung weiter, nachdem ich erst einmal den Text platziert habe. So. Wie gucke ich dann drauf? Das ist der Schnitt. Muss ich mir mal kurz räumlich orientieren. Die Blickrichtung müsste das sein. So, Verlegegerade ist zwar nett, aber ich nehme es schenkelbezogen verlegen. Da oben in dem Menü hier, klick den Schenkel an und lass mal vier Eisen neu bauen. Passt. Gut, Escape. Escape. Gut. Text dazu. Nein, damit fertig. Ach, ich bewähre normalerweise mal 3D, aber heute wollte ich mal 2D zeigen. Ah, da bin ich ja gar nicht gewohnt, dass da die Eisendarstellung nicht automatisch mit angepasst wird. Ah, verschiebe ich halt das Eisen dann nochmal um X, 0, Y, keine Ahnung, ein Zentimeter könnte schon sein, dass zusammenpasst. Oder 2. Ja, schaut schon besser aus. Gut. Jo, dann brauche ich noch ein paar konstruktive Eisen. Also der ganze Spaß nochmal. 10er Durchmesser. Da oben fahre ich mit der Expansion rein. Die Betondeckung, die korrigiere ich jetzt gleich auf 5 cm, dann passt es mit dem Rest zusammen. Gut, Escape. Hier ein Text dazu, vielleicht so. Könnte passen. Blickrichtung ist wieder von da. So, gut. Punktverlegung, nee. Ich mache stabbezogenes Verlegen. Verlege Schenkel da oben. 2 Stück tun's. Gut, haben wir die konstruktiven Eisen auch noch. Escape. Escape. Und auch hier der Text. Samt Maßkette, die vorher kommt, dazu. Vielleicht das so. So, dann ist die 2D-Bewährung fertig. Jo. Jetzt können wir die Eisen ein bisschen in die Ecken verschieben. Gut. Ein bisschen Text dazu packen. Warum denn nicht? Wo ist denn der Schnellzugriff? Dort Text horizontal. So. Bewährung
Träger. Mag hier ein bisschen härter auf Schuss sein. Schuss. Gut. Hätte die besser platzieren können. Zapper ab. Das können wir noch ein bisschen näher ran verschieben. Dann machen wir die Gesamtauszüge. Position 1. Ja, kann man jetzt rausgefluchtet platzieren. Ich packe das jetzt mal hier. Ja, ich fluche tatsächlich raus und zwar runter. So, Position 2. Vertikal fluchten. Position 3. Vertikal fluchten. Gut, Dudes. So, vielleicht ein bisschen Vermaßung dazu. Machen wir sie dann in der Schnellauswahl, ist was drinnen. Oder da ist es schon. Maßlinie mit oder ohne Assoziativ. So, mit. Schauen wir mal, ob das halbwegs was taugt. Gut, können wir was anfangen damit. Vertikal brauche ich Maßkette hier draußen, von da nach da. Mehr braucht es nicht. Horizontal brauche ich Maßketten. Hier oben beide ein, von da nach da. Und dann nochmal Maßketten auf derselben Höhe, was die Breite hier noch mitnimmt. Tut's schon, da haben wir alles. Und weil es so schön ist, noch eine kleine Legende dazu. Wo ist sie hier? Da Stapel ist der ohne Biegeformen, weil die Biegeformen habe ich über die Auszüge. Da passt es gut dazu. So, eigentlich machen wir den Grundriss ganz groß. Und dann haben wir hier mal so ein Zeug bewährt. So, jetzt ist der Überblick da. Und je nachdem, wo man es bewährt hat, gut. Aber jetzt haben wir hier noch zwei Texte, da wo 0 Durchmesser 10 dran stehen. Ja, entweder will ich die Stückzahl sehen oder ich baue die Texte so um, dass ich bloß einen Durchmesser sehe. Was ich jetzt mache, ich wähle das Zeugs aus, hab zu viel erwischt, nochmal von vorne, die zwei Texte plus ein bisschen mehr, das tut's, aber Hauptsache der Text nicht. In der Eigenschaftenpalette gehe ich da an den Verlegetext ran und seine Eigenschaften. Stückzahl weg, passt. Durchmesser wollte ich eigentlich haben und Stückzahl weg. Jetzt schaut's gut aus, passt. Escape, dann ist man fertig und kann jetzt seinen Plan basteln oder das Ding als Symbol abspeichern. Ach, nee. Dann brauche ich noch hier drüben die Eisen. Da sollen es 33 Durchmesser 10 sein. Hier sind 33, hier sind 33. Wenn ich jetzt mal das Ding hier anklick und die Eigenschaften anguck, Rundstahlposition. Dann gibt es hier 33, aber hier, wenn ich eine Stückzahl haben will, muss das Zeug verlegt werden. Mit den speziellen Verlegungen, das Ding hier, Ansichtsverlegung, okay, 33 Stück will ich haben. Aber wenn ich jetzt das mitzähle, kriege ich in der Auswertung 66 Eisen. Aber ich habe eigentlich bloß 33, deshalb wird die Stückzahl nicht mitgezählt. Passt, okay. Dann kommt ein neuer Text, der an der Maus hängt. Man kann ihn absetzen oder gleich Escape drücken, weil der alte Text da genauso gut ist, der sich nur aktualisiert. Passt.